Wir kommen zu Punkt 15, Gesetz zur Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts. Hierzu liegen uns Wortmeldungen vor. Zunächst Frau Ministerpräsidentin Rehlinger, Saarland. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, das wir heute abschließend beraten, gehen wir einen wichtigen ersten Schritt in Richtung modernes Einwanderungsrecht in unserem Land. Für diesen Schritt haben viele lange Zeit gekämpft und deshalb bin ich sehr froh, dass wir dieses Gesetz nun auf den Weg bringen können. Das Chancenaufenthaltsgesetz ist gleich im doppelten Sinne eine Chance. Es ist eine Chance für viele gut integrierte Menschen in unserem Land, die trotzdem seit Jahren in Unsicherheit leben. Und es ist eine Chance für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, die unter dem Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ächzt und dringend nach Menschen sucht und diese auch braucht, die sich einbringen und anpacken wollen. Mit diesem Gesetz bekommen jetzt die Menschen, die schon lange hier leben und im Grunde genommen auch schon ein Teil unserer Gesellschaft geworden sind, eine Perspektive zu bleiben. Und gleichzeitig schränkt es auch die unwürdigen Kettenduldungen ganz deutlich ein, mit denen ganz viele Menschen viele, viele Jahre über in Ungewissheit gehalten worden sind. Wie viele Menschen sind davon betroffen? Es sind weit über 100.000 Menschen, die bereits seit 5 Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland leben und bei denen der Vollzug der Ausreisepflicht auch in absehbarer Zeit nicht in Betracht kommt. Es geht um Menschen, die trotz des unsicheren Status der Duldung und den damit verbundenen Hindernissen bereits schon viel für ihre Integration getan haben. Sie alle, wenn Sie unterwegs sind in Ihrem Land, haben sicherlich schon genau solche Menschen getroffen und waren in Betrieben, in denen Sie auch darauf angesprochen worden sind, bei Gesprächen, in Schulen oder in Vereinen, wenn es darum geht, nicht nur über Zahlen, abstrakte Zahlen zu sprechen, sondern eben über ganz konkrete Menschen, bei denen nicht nur die Betroffenen selbst im Grunde genommen ein gewisses Unverständnis dafür äußern, dass ihnen keine echte Bleibeperspektive gegeben wird, sondern eben auch darüber hinaus ihr persönliches Umfeld in diesen Vereinen, in diesen Betrieben auch Unverständnis dafür äußern, dass hier, wo geradezu in der Regel ein idealtypischer Fall auch von Integration schon vorliegt, man keine Möglichkeit schafft, einen gesicherten Aufenthaltsstatus auch aussprechen zu können. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt, Afghanistan, Syrien, dem Irak oder Eritrea. Ihre Kinder gehen in die Schulen. Sie sind geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Nachbarn und Mitbürger. Was wird jetzt letztendlich geregelt? Es geht darum, diese Menschen nun für 18 Monate mit einer fairen Chance zu versehen, alle Voraussetzungen, die dafür benannt worden sind, auch zu erfüllen, um dann dauerhaft in Deutschland bleiben zu können. Und ich verstehe das eben nicht nur als die Chance für diese Menschen, sondern eben auch als Chance für unsere gesamte Gesellschaft. Und es vergeht kein Tag, in dem wir nicht neue Meldungen erhalten, wie drückend der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel in unserem Alltag ist. Und es sind nicht nur die Meldungen, die uns dazu erreichen, sondern es sind mittlerweile die ganz konkreten Erlebnisse, die jeder von uns auch haben kann, wo wir gerade mal wieder einmal feststellen, dass etwas nicht so funktioniert, wie wir es gewohnt waren, weil eben der Fachkräftemangel sich ganz konkret in unserem Alltag auswirkt. Wenn der Bus nicht fährt, die Krankenstation wegen fehlender Pflegekräfte schließt, Geschäfte und Gastronomie die Öffnungszeiten einschränken oder keine Handwerker für dringende Reparaturen zu bekommen sind. Das sind keine Beschreibungen von etwas, was uns irgendwann droht, sondern das sind bloße Zustandsbeschreibungen. Der akute Mangel an Beschäftigten belastet jetzt schon unfassbar viele Branchen enorm. Und der Nachholeffekt aus der Corona-Zeit hat es nicht einfacher gemacht. Wenn man die Unternehmen befragt, melden jetzt schon 44% aller Unternehmen zurück, dass sie einen akuten Fachkräftemangel haben und dass das massiv ihr Geschäftsmodell beeinträchtigt. Jährlich 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung wird hochgerechnet, die dadurch
verloren gehen, etwas, was wir uns als Wirtschaftsstandort, nicht nur als Gesellschaft, als humane Gesellschaft, eigentlich nicht leisten können. Und deshalb ist es geradezu absurd, Menschen künstlich vom Arbeitsmarkt und der gesellschaftlichen Teilhabe abzuhalten. Wir diskutieren ja darüber, dass wir eine gesteuerte Zuwanderung brauchen und dass wir dafür auch einen modernisierten Rechtsrahmen brauchen. Und wie absurd wäre es dann, wenn Menschen, die bereits hier sind und sich als integriert gezeigt haben, nicht auch mit einer dauerhaften Bleibeperspektive versehen zu müssen und stattdessen noch einmal zusätzlich den Versuch zu starten, von außen anzuwerben. Insofern scheint es ein kluger Ansatz zu sein. Und mit diesem Gesetz schaffen wir deshalb nicht nur Sicherheit für die betroffenen Menschen, sondern eben auch Sicherheit in ganz vielen Betrieben, die die geflüchteten Menschen beschäftigen und ausbilden. Das Chancenaufenthaltsgesetz kann allerdings nur ein erster Baustein sein einer modernen Einwanderungspolitik. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir haben natürlich eine massive Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alle Fachkräftepotenziale, die wir schon hier haben, von Menschen, die hier leben und noch nicht ausreichend gehoben sind, dass diese Fachkräftepotenziale noch gehoben werden. Aber wir wissen aus allen Betrachtungen, aus allen Berechnungen, dass selbst wenn uns das idealtypisch gelingt, es immer noch nicht ausreichend sein wird, um den Fachkräftebedarf zu decken und wir deshalb auch auf gesteuerte Zuwanderung angewiesen sind. Und deshalb brauchen wir ein neues Einwanderungsrecht. Dort muss es jetzt weiter zügige neue Reformen geben. Es ist deshalb gut, dass die Bundesregierung bereits Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung vorgelegt hat und an dieser Stelle auch massiv Tempo bracht. Wir brauchen mehr legale und geregelte Zuwanderungsmöglichkeiten, denn ansonsten wird unser Wirtschaftsstandort massiv leiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Qualifizierung im Inland und kluge Köpfe und helfende Hände durch Zuzug und bessere Strukturen. Wir brauchen beides in Deutschland. Fachkräfteeinwanderung ist eine unverzichtbare Ergänzung, eine Bereicherung und, wenn wir es richtig machen, kein Spaltkeil der Gesellschaft. In diesem Sinne sollten wir die Migrationsdebatte auch verantwortlich führen. Nutzen wir diese Chance. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Ministerin Paul, Nordrhein-Westfalen. Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist eine gesellschaftliche Realität und Zuwanderung hat in unserem Land eine lange Geschichte. Das sage ich gerade als Nordrhein-Westfalen, einem Land, das so stark geprägt ist durch die Menschen, die nicht hier geboren, aber längst hier eine Heimat gefunden haben. Die Vielfalt der Menschen, auch und gerade der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, ist eine große Stärke für unser Land und sie ist eine große Stärke für unsere Gesellschaft. Wir brauchen neue Ansätze für die Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Impulse für ein neues Migrationsrecht und damit wollen und damit müssen wir diesen Realitäten unserer Gesellschaft gerecht werden, den Menschen, die hier leben, endlich eine verlässliche Perspektive geben. Aber es geht eben auch darum, die Realität einer Gesellschaft anzuerkennen, die Arbeits- und Fachkräfte braucht, um zukunftsfest zu werden. Dieser Leitgedanke greift der vorliegende Gesetzentwurf weitestgehend auch die erfolgten Anpassungen, die im Rahmen der parlamentarischen Debatte in dem ursprünglichen Gesetzentwurf gemacht worden sind, auch auf. Und damit bietet das Chancenaufenthaltsrecht einerseits große Möglichkeiten auch für unsere Gesellschaft im Bereich der Arbeits- und Fachkräfte. Aber was eigentlich in diesem Zusammenhang aus meiner Perspektive fast noch wichtiger ist, das Chancenaufenthaltsrecht beendet für diejenigen, die von dieser Regelung profitieren, die teils jahrelang anhaltenden und entwürdigenden Kettenduldungen. Es bietet ihnen endlich Sicherheit in ihrer mittlerweile zur Heimat gewordenen neuen Heimat. In einigen Fällen geht es hier um Menschen, die in Deutschland geboren sind und bislang nur im Status einer Duldung gelebt haben. Dabei sind sie längst Teil unserer Gesellschaft geworden, in den Schulen, in den Betrieben, in den Vereinen, in den Nachbarschaften. Und ganz oft stößt es auch bei diesen Menschen auf Unverständnis, warum wir eigentlich für diese Menschen keine sicheren Perspektiven schaffen. Das Chancenaufenthaltsrecht gibt nun dieser Gruppe genau diese Möglichkeiten. Nach dem Inkrafttreten geht es an die konkrete Umsetzung vor Ort und für die Ausländerbehörden bedeutet die Regelung des Chancenaufenthaltsrechts erneut eine Herausforderung.
Das gilt auch bei allen weiteren Änderungen im Blick zu behalten, denn auch die Neuregelungen bei Bleiberechten werden die Anwendungszahlen steigen lassen. Das werden unsere kommunalen Ausländerbehörden natürlich in bewährter Weise auch in den Blick nehmen. Aber es gilt eben auch darum, immer im Blick zu behalten, dass die kommunalen Ausländerbehörden Unterstützung brauchen. Denn auch unsere kommunalen Verwaltungen sind massiv vom Fachkräftemangel betroffen. Und auch sie sind durch aktuelle Krisenlagen massiv gefordert. Und deswegen gilt mein Dank auch den engagierten Mitarbeitenden vor Ort. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland braucht aber auch endlich ein modernes Migrationsrecht, wenn es dem auch gerecht werden will. Das Chancenaufenthaltsrecht ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Menschen, die lange hier leben und gut integriert sind, hier eine Perspektive zu geben. Aber eben auch eine Perspektive für Betriebe, für Vereine, für unsere Gesellschaft insgesamt. Es ist auch ein Schritt in einem Paket von Vorhaben, um das Migrationsrecht insgesamt zu modernisieren. Und hier gilt es, dies gilt es nun auszugestalten, und dafür brauchen wir eine offene, eine sachliche Debatte über die Verbesserung im Bereich Fachkräfteeinwanderung, im Bereich Einwanderung für Arbeit, für Studium und Ausbildung, denn wir brauchen Fachkräfteeinwanderung. Wir haben in den letzten Wochen eine teilweise sehr hart geführte Debatte um die Frage des Einwanderungsrechts erlebt. Das Chancenaufenthaltsrecht bietet Menschen eine ganz konkrete Chance. Wir sollten aber auch immer im Blick behalten, dass es unserer Gesellschaft eine konkrete Chance bietet. Denn wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Zuwanderung, um auch diesen Bedarfen in all den Bereichen gerecht werden zu können. Im Handwerk, im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch im Bereich der erzieherischen und Sozialberufe. Und deshalb glaube ich, dass es an der Zeit ist, auch einen Perspektiv- und Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik zu vollziehen. Wir müssen Teilhabe ermöglichen. Wir müssen auch Zugänge zum Arbeitsmarkt erleichtern. Lassen Sie uns das Schritt für Schritt angehen. Das Chancenaufenthaltsrecht ist ein ganz konkreter Schritt und eine ganz konkrete Chance für Menschen, hier eine Perspektive zu haben, aber auch für unsere Gesellschaft Perspektiven mit diesen Menschen gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank, Frau Ministerin Paul. Ich darf nun aufrufen, Frau parlamentarische Staatssekretärin Schwarz-Lühr-Sutter. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, heute ich als Vertreterin der Bundesregierung, Sie als Bundesrat dafür zu werben, dem Chancenaufenthaltsgesetz zuzustimmen. Mit diesem Gesetz schlagen wir ein neues Kapitel in der Migrations- und Integrationspolitik auf und wir lösen uns von alten Denkmustern, die uns in der Sache ja auch nicht weitergebracht haben. Wir stellen uns den Realitäten und erkennen die Tatsache an, dass viele ausreisepflichtige Menschen seit Jahren in Deutschland leben, sie rechtstreu sich verhalten und ein Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Diese Menschen wollen wir mit dem Chancenaufenthalt eine Brücke bauen und eine Perspektive für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland auch ermöglichen. Die bisherigen eher auf Sanktionen ausgerichteten Regelungen bei ausbleibender Identitätsklärung haben erkennbar nicht den notwendigen Erfolg gebracht. Der Gesetzentwurf hat auf den letzten Metern ja noch einige Änderungen erfahren, ohne an der Grundausrichtung etwas zu ändern. Lassen Sie mich diese auch noch mal kurz skizzieren. Der ursprüngliche Stichtag 1. Januar 2022 wurde auf den 31. Oktober verschoben. Demnach erhalten geduldete Menschen, die an diesem Stichtag seit 5 Jahren straffrei in Deutschland leben, die Chance, sich für ein Bleiberecht zu qualifizieren. Hierfür haben Sie, und das ist eine weitere Änderung, jetzt 18 Monate und nicht mehr nur ein Jahr Zeit. Diese können die Betroffenen nutzen, die Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Diese Chance müssen Sie aber auch nutzen, wenn Sie eine dauerhafte Perspektive erhalten möchten. Zu diesen Voraussetzungen gehören im Wesentlichen die Klärung der Identität und die Lebensunterhaltssicherung. Beides wichtige Grundvoraussetzungen für eine Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse und für eine dauerhafte Perspektive, für ein dauerhaftes Hiersein hier in Deutschland. Dritter Punkt. Um angesichts der verkürzten Voraufenthaltszeit beim Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche und junge Volljährige von nur noch 3 Jahren einen nahezu nahtlosen Übergang vom Asylverfahren in ein Bleiberecht zu vermeiden, wurde für diesen Personenkreis eine Fortduldungszeit von 12 Monaten eingeführt. Der Vorwurf, das Chancenaufenthaltsrecht sei ein Pull-Faktor, ist eine mehr.
es entpuppt sich bei genauem Hinsehen nämlich tatsächlich als solches. Es handelt sich ja um eine Stichtagsregelung und die diejenigen gar nicht erfasst, die noch nicht in Deutschland sind. Es bringt uns auch das Lamento nicht weiter, dass wir möglicherweise diejenigen belohnen, die sich jahrelang geweigert haben, an ihrer Identitätsklärung mitzuwirken. Wir müssen uns hier ehrlich machen und zugeben, dass der bisherige Ansatz, ein solches Verhalten generell zu sanktionieren, ja auch keinen Erfolg gebracht hat und dass nichts mit der jeweiligen politischen Ausrichtung zu tun hat. Das ist ein Faktor, das lässt sich seit Jahren schon erkennen. Die Frage ist vielmehr, was wäre denn die Alternative? Ein weiterer jahrelanger Aufenthalt im Status der Duldung ohne jegliche Perspektiven, das bringt dem Einzelnen nichts, das bringt auch unserem Land nichts, es bringt uns nicht weiter. Zumal, wenn es um engagierte Menschen geht, die arbeiten, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen wollen. Warum sollen wir dieses Potenzial, und das ist schon mehrfach angesprochen worden, dieses Fachkräftepotenzial, Arbeitspotenzial, brachliegen lassen? Klar ist zudem, Straftäter und jene, die wiederholt vorsätzlich falsche Angaben machen und sich über die Identität täuschen und dadurch ihre Abschiebung verhindern wollen, sollen nicht vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren. Wir setzen damit das klare Signal, dass der Staat ein solches Verhalten nicht akzeptiert und am Ende eben nicht mit einem Aufenthalt belohnt. Wir ordnen mit dem Gesetzentwurf zugleich die bereits bestehenden Bleiberechte für gut Integrierte neu und senken die Voraufenthaltszeiten. Bei der spezifischen Regelung für Jugendliche und Heranwachsende wird die Altersgrenze auf 27 Jahre angehoben und damit werden potenziell mehr Menschen in den Genuss der Bleiberechtsregelung kommen, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Beim altersunabhängigen Bleiberecht bei nachhaltiger Integration senken wir die Voraufenthaltszeiten moderat um 2 Jahre auf bzw. 6 und dann auf 4 Jahre, je nachdem, ob Kinder im eigenen Haushalt leben. Um Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen, werden wir mit dem Gesetzentwurf auch bewährte Regelungen aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz hier entfristet und der Familiennachzug von Fachkräften dann auch erleichtert. Dafür nachziehende Ehegatten das Erfordernis des Sprachnachweises entfällt. Dabei werden wir es aber auch nicht wenden lassen. Die Bundesregierung wird zügig einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung vorlegen, um den Standort Deutschland für Fachkräfte attraktiver zu machen und Antworten auf die besonderen Herausforderungen der Zukunft geben zu können. Schließlich lösen wir das Versprechen ein, die Integration zu verbessern. So sollen auch Asylbewerber Zugang zu Integrationskurs haben und zu den Berufssprachkursen im Rahmen verfügbarer Plätze von Anfang an auch, und zwar unabhängig vom Herkunftsland oder einem bestimmten Einreisedatum. Schlussendlich soll auch die Rückführung von Menschen, die unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt hierbleiben können und sollen, konsequenter als bisher umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für Straftäter und Gefährder, und dies ist zur Steuerung des Migrationsgeschehens unvermeidlich und im Übrigen auch europarechtlich vorgegeben. Der Gesetzentwurf erhält daher auch ordnungspolitische Vorhaben im Bereich Ausweisung und Abschiebehaft. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zielrichtung beim Gesetzentwurf zur Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts ist klar. Langjährig Geduldete sollen eine Chance auf eine dauerhafte Perspektive in Deutschland erhalten. Sie können und sollen jetzt auch ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, ohne dass das Damoklesschwert, und ich glaube, das ist gerade vor dem Hintergrund jetzt vor Weihnachten auch noch mal ein Signal einer drohenden Rückführung, die Motivation und die Möglichkeiten dann auch dauerhaft beeinträchtigt. Wir gehen mit dem Gesetz auch erste neue Schritte bei der Fachkräfteeinwanderung im Bereich der Integration und der Migrationssteuerung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diesem Gesetzentwurf zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Zur Abstimmung liegt Ihnen die Ausschussempfehlung und ein Landesantrag vor. Wir beginnen mit dem Landesantrag. Wer stimmt dem Landesantrag zu? Das ist eine Minderheit. Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Wir haben noch über die Entschließung in den Ziffern 2 und 3 der Ausschussempfehlung
abzustimmen. Wir beginnen mit der Ziffer 2, Buchstabe D. Wer möchte dem zustimmen? So, jetzt müsst ihr gucken. Minderheit, ja? Das ist eine Minderheit. Jetzt bitte ich das Handzeichen für Ziffer 2 im Übrigen. Das ist ebenfalls eine Minderheit. Ziffer 3. Bleibt ebenfalls eine Minderheit. Bei Minderheit in allen Abstimmungen haben wir festgestellt, dass wir nichts festgestellt haben. Der Bundesrat hat keine Entschließung gefasst. Und damit schließe ich den Tagesordnungspunkt und rufe